Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ganz genau, wir haben Aufzugschlüssel 2 beim letzten Mal bekommen von Paul Blart und durften damit mal wieder hier hochfahren. Falls ihr es nicht kennt, das hier ist der Eingangsbereich, nur eben die, ich sag mal in Anführungszeichen, obere Etage. Nur eben beim letzten Mal, wo wir Igitt auf dieser Etage befreit haben, konnten wir nicht hier durch, da wir noch nicht fähig waren, den heiligen Pömpel zu benutzen. Dies können wir jetzt. Ich glaube, hier oben haben wir sogar schon 2 Juwelen eingesammelt. Deswegen wird es für uns diesmal ein leichteres, hoffe ich doch. Die restlichen 3 sind es, glaube ich, zu finden. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Wunderbar. Ich bin perfekt vorbereitet schon wieder, Guys. So, er klaut hier was zu essen und haut ab. Das ist doch zu nett von ihm. Ich würde mich vorher aber gar nicht so genau umgucken, weil wir hier später nochmal hinkommen, als kleiner Spoiler, sorry an der Stelle. Aber, ja. Ich kann ja mal so ein bisschen... That's a bird. Bird is the word. Ich würde trotzdem mal hier hinten reingucken. Weil ich kann mich an Dinge erinnern. Ja. Okay. Ja, ich muss ja auch gucken, ob die Aufnahme läuft. Nicht, dass das hier nicht funktioniert. Ich sehe Geld. Nee, das ist nur Beleuchtung. War hier nicht irgendwo ein Juwel? Kann ich das... Oh, wenn ich das hier wegmachen könnte, das wäre so entspannt. Wunderbar. Damit kann ich euch zeigen, wo wir uns befinden. Ja, ich glaube, von hier sehen wir es auch nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir Igitt befreit. Ich kann mich erinnern, dass hier was war. Ah, wenn ich hier das mache, gehen die anderen 3 Lichter an. Und wir bekommen das gelbene Juwel. Genau, das... Okay, es gibt 6 Juwelen. Wir haben das 3. jetzt. Bist du auch entspannt? Hallo? Das war weird. Okay. So. Es wird irgendwann wahrscheinlich noch zu dem Zeitpunkt kommen, dass wir Juwelen googeln müssen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so schnell der Fall sein wird. Kannst du mal aufhören, das Brot zu klauen? Jetzt habe ich Hunger. Das ist schlecht. So. Befindet sich hier hinten was? Das hier sieht nach... Oh, ich sehe da was hinter. Hier kann ich doch mit Luigi rein, richtig? Richtig, ich bin by the way immer noch erkältet. Es ist immer noch derselbe Tag wie beim letzten Mal. Da aber... Ui. Let the money rain. Let the money rain. Lecker Schmecker. Oh, Cutscene, es tut mir leid. Okay, übertreibt halt komplett 200 Geister auf einmal. Ach so. Aber das ist, glaube ich, ganz spannend. Sorry, da ich gerade nicht geredet habe. Hier muss ich mich tatsächlich ein bisschen konzentrieren. Wunderbar, die gehen hier aber echt gut. Jetzt doch gut hier. 1, 2, 3. Geist durchschleudert von einem anderen Geist besiegt. Ich wusste doch, das ist ein Achievement. Wie kann ich ausweichen? Ich erinnere mich, dass es eine Taste für das Ausweichen gibt.
Aber B ist es nicht. B war es im zweiten Teil. Oh, Herzen, wunderbar. Wow, nur noch 59 Leben. Ja, strong. Kann man eigentlich in dem Game auch nur ein Herz verlieren? Ist das überhaupt möglich? Ich weiß es nicht. Steppen wir doch mal hier hinein. Gab es hier eine Cutscene? Ich weiß es nicht mehr. Nee, scheinbar nicht. Boom. Doch, ich erinnere mich an was. Hier muss man den Rauch absaugen. Richtig, richtig. Da ist er, der Koch. Ich hab dir nicht mal was getan, Herr Kollege. Ah! Genau, war das nicht? Ah, nee. Hä, was musste man denn machen? Ah. Ich hatte irgendwie was in der Erinnerung. Auf seine Pfanne Dings drauf machen. Und dann irgendwie hatte ich im Kopf, dass wir dann das mit dem Ding wegsaugen müssen. Aber dem scheint tatsächlich nicht so. Nee, das war komplett dumm. Nee, okay, das sah aber gerade schon wieder so aus, als würde es gehen. Als ob! Ja, woher soll ich denn das wissen? Das sah so aus, als hätte ich es geschafft. Bist du unsympathisch? Hat dir das eigentlich schon mal jemand gesagt? Das geht ja nicht, was du hier abziehst. Also wirklich, damit würde ich mal, also, ne. Jetzt gibt's einen Kürbis ins Gesicht. Und du wirst saftig wie eh und je aus dem Leben gezündet. Let's go! Ich lehne mich an der Stelle jetzt mal sehr, sehr weit aus dem Fenster und sage, dass die Bosse nicht allzu schwer sind. Aber vielleicht ist das auch eine Lüge. Weil der war jetzt tatsächlich echt, echt schnell besiegt. Ah, halt, vielleicht mitnehmen. Wäre schlau. Luigi. Wie kann man gegen eine Ratte verlieren? Du hast einen Staubsauger, der Geister einsaugen kann. Es ist unfassbar. So. Die Türen sind aber auch ein bisschen sus. Nein? Okay. Oh, 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 wo bin ich denn? Es tut mir leid. Es gibt zwei. Ist hier was dahinter? Wundervoll, da ist was. Oh, wir machen erst das Sparschwein. Da war eine Perle drin, richtig? Oh, lecker. Oh, Perlen. Jeha. Ich kann da dran saugen. Was ist das? Ah, Fisch. Ja, da habe ich mich nicht erschreckt. Ist schon wieder unfassbar hier. Okay. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen weiter um. Ich kann mich nämlich... Hier drin war doch auch ein Juwel. Im Bossraum. Ah. Wenn wir hier die Uhr drehen, dann... Hallo, dann spawnt das. Oh, wir müssen die Uhr bestimmt auf eine bestimmte Uhrzeit drehen, oder? Nö. Das hier? Oh, wird es Zeit, dass ich was googeln muss? Oh, sind wir soweit? Sind wir soweit? Jetzt mache ich mir dann schon Sorgen. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich dachte... Na, ist ja... Wobei, das hier war ein unnötiger Raum eigentlich, gell?
Der hat Gold da drinne. Hier muss es safe noch was geben. Nee, man kommt an das Gold ran. Das ist nur verbuggt. Skurril. Ich konnte mich dran erinnern. Ich wusste jetzt nicht, ob es wo es genau war. Aber es war wie vermutet in diesem Raum. Ja, okay. Das ist mega viel Zeit jetzt hier verloren gegangen. Deswegen, weil ich einfach nicht richtig nachdenken kann. Ich dachte auch, man müsste vielleicht den Truthahn braten. Aber bringt das überhaupt was? Als ob. Da war eine Perle. Guys, wenn ihr Truthähne seht, einfach verbrennen. Auf ganz entspannt. Hier kommt doch gleich eine Cutscene. Nicht? Ja, ich erinnere mich da an was. Ah, wunderbar. Aber der Cutscene war es nicht. Schade. Egal. Wir haben es trotzdem an der Stelle. Achso, damit ihr den Gedankengang versteht. Ich habe das komplett kontextlos gemacht, sorry. Der Käse. Natürlich wird die Maus von dem Käse angezogen. Und weil die Duftwolken, der Hund wird die ganze Zeit davon angezogen. Deswegen war das irgendwie ein Stück weit auch absehbar. So. Jetzt werde ich mich aber bei keiner Cutscene mehr ausblenden. Jetzt würde ich sagen, steppen wir mal durch. Ja, jetzt zum Beispiel. Ist okay. Können wir nach Mario schreien? Mario? Okay. Wir müssen jetzt scheinbar die Maus verfolgen, um den Aufzugknopf zu bekommen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit in diesem Zimmerraum, however. Moin, was geht? Wohin gehst du? Okay. Kann ich die Billardkugeln bewegen? Guys, die werden alle eingelocht in ein Loch. Das funktioniert gar nicht. Kann ich die auch ansaugen? Will, dass das Loch überquillt. Los. Ja, okay. Passen scheinbar nicht unendlich Kugeln in ein Loch rein. Welch Wunder. Aber nur gut. Was? Beatisch abgeräumt. Das war. Hä? Lol, als ob ich das noch nie gemacht habe vorher. Ich kann mich daran nicht erinnern. Wie cool ist das denn? Das ist eine Cutscene. Wo jemand mit Billardkugeln auf uns wirft, das tut der um weh. Die sind aus Porzellan oder was auch immer. Aber sowas in die Richtung. Ja, das sieht nicht schön aus. Apropos, das sind neue Geister. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wie die blauen Geister in Luigi's Mansion. Hier auch so Geister, die sich verstecken und dich ganz gerne mit Zeug bewerfen. Ich will hier noch die Joltbarren. Boah, ich hab gut reden. Ich glaube, wir haben genug Geld eingesammelt. Das ist aufgegangen, das ist sass. Ich kann damit nicht interagieren. Bitte was? Küste wird einmal umgeräumt. Hat der ein Schwert? Sie sieht mit dem Schwert voll. Hallo? Mit dem Schwert hier, das sieht voll krass aus. Ja gut. Aber die hier ist sass. Die ist gerade aufgegangen. Ich kann damit scheinbar nicht interagieren. Möchtest du mir sagen, dass hier drin diese Ratte ist? Yeah, you do not say.
Da ist doch bestimmt noch mehr dahinter. Nein? Nö. Scheinbar nicht. Abgesehen von dem Geld. Aber ich glaube, das hätten wir auch vorher schon einsammeln können. Ich habe eine Frage. Ich saug ja gerade ein. Warum leuchtet die Wand, wenn ich dahin sauge? Ich habe ja obviously meine Taschenlampe verwandelt sich ja in den Dreck weg. Aber warum leuchtet das trotzdem? Da hat sich einer tatsächlich nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist eine schlechte Leistung. So, wo ist sie hingerannt? Da vorne rechts habe ich das. Haben meine Adleraugen. Kaka! Das war ein Rabe. Richtig gesehen. Wir hier rein. Ja, easy. Da müssen wir dann wahrscheinlich von der anderen Seite mit Guigi rüber. Oder? So wie in der letzten Folge, da mussten wir auch mit Guigi rüber für einen Edelstein. Für einen wunderbaren kleinen Edelstein. Ich will trotzdem mal hier hinter gucken. Kann man die eigentlich auch normal aufmachen? Ja, kann man. Hier nicht. Das saß das. Da muss ich doch mal gucken, was sich hier hinter befindet. LOL. Ja, das wusste ich natürlich. Ein weiterer Kristallgeist für unsere Tasche. Let's go. Der Weiße. Uns fehlt nur noch einer. Nur noch einer. Nur noch einer. Wo kann der sein? Wo kann der sein? Wo wird der Letzte sein? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber da ich hier schon sehe, anhand der Folgenlänge, dass die Folge sehr kurz ist, schneide ich euch den auf jeden Fall noch hinten dran. Dieser Seifenspender ist Gold. Ich hab da... Oh mein Gott. Ich hab tatsächlich die Sorge, dass da vielleicht was drin sein könnte. Ey, Junge, sind diese Mäuse laut. Ist doch jetzt mal Ruhe hier im Bischen. Ja, easy going. Wunderbärchen. Jetzt will ich schon noch wissen, was sich hier hinter befindet. Okay, scheinbar nichts. Gut, Geist. Dann habe ich recht, dass das alles war hier oben. Abgesehen von dem letzten Kristall. Oh. Ja, habe ich nicht eingesammelt. Wieso? Weil Guigi ein bisschen 2 Zentimeter zu weit weg exploded ist. Oh, jetzt kommt noch eine Maus, oder was? Ey, für 2 Sekunden hatte ich Sorge, dass da hier dann jetzt doch noch hier so eine... Also, ja, man weiß ja nie. Ich kenne das Game ja nicht zu... Ich kenne das Game zu 100%, aber ich kenne es nicht zu 100% auswendig, obviously. So. Damit wäre diese Etage wunderbar auch schon erledigt. Und ich glaube, wir haben noch sehr viel Zeit. Kann man schon die nächste Etage anschneiden? Das war lustig, weil ich mit meinen Fingern eine Schere gemacht habe, während ich schneiden gesagt habe. Wir reden da nicht drüber. Etage Nummer 4. Luigi, du machst deine Sache wirklich gut. Komm doch mal zurück zum Labor. Ich möchte dir nämlich etwas sagen. Bis gleich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch noch runter zum Labor. Aber davor schneide ich euch noch ganz kurz das fehlende Juwel rein. Bis gleich. Tatsächlich befindet sich das Juwel wirklich hier. Und zwar kommen wir irgendwie an die Schwerter von diesem Guy. Hatte ich die nicht vorher auch schon in der Hand, kurz um zu gucken, was man damit machen kann. Aber wenn man damit auf die Dartscheibe schießt, öffnet sich diese und ja... Das letzte Juwel springt uns entgegen. Oh, Luigi, da bist du ja endlich. Einen alten Mann, den lässt man doch nicht so lange warten. Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt über fast alle Funktionen, die mir so vorgeschwebt haben. Aber du warst offensichtlich nicht faul, Luigi. Gut so. Sauge bei deiner Erkundungstour mit dem Schreckwerk FLU immer so viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt. Fragt sich also, was du damit anfangen kannst. Tja, eine ganze Menge und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich. Trommelwirbel bitte!
Hiermit kündige ich voller Stolz etwas ganz Besonderes an. Das einzig wahre Professor Igitch Hopping Netzwerk ist jetzt freigeschaltet und direkt hier im Labor zugänglich. Und abgesehen hiervon, wenn ihr unten in die Videobeschreibung schaut, bekommt ihr sogar tolle K-Store Merchandise Artikel. Und bei Instagaming gibt es mich als das Videospiel repräsentativ, das Spiel bei Instagaming auch günstiger. Ist das nicht toll? Ist egal, kommen wir zurück zum Shopping Netzwerk. Dort kannst du halt so ein paar nützliche Items kaufen, die richtig günstig sind. Und zur Feier der Öffnung gibt es, und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, ein gratis Geschenk, und zwar ein Goldknochen. Nur zu Luigi, wähle den Goldknochen einfach aus und nimm ihn an dich. So, ganz genau. Hier gibt es verschiedene Dinge zum Shoppen. Und zwar den Goldknochen. Wenn die Zahl deines Herzens auf 0 sinkt, rettet dich der Polarpinscher. Die Knochen kassiert er dafür ein. Dann können wir einen Buhu-Finder kaufen. Hiermit wird auf der Karte der Aufenthaltsort eines Buhus enthüllt. Für insgesamt einen Buhu einsetzbar. Im Übrigen, das sind DS-Cartridges, das finde ich voll cool. Und mit dem Juwelierfinder werden auf der Karte enthüllt, wo ein Juwel versteckt ist. Und das kann man auch für ein einziges Juwel benutzen. So, wir holen uns doch mal für kostenlos Geld einen wunderbaren kleinen Knochen. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpeppen, wenn die Anzahl deiner Herzen auf 0 sinkt. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen im Petto zu haben. Dazu müsstest du aber natürlich welche kaufen. Stöbe ruhig ein bisschen im Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Hehe. So, das denke ich mir. Oh, jetzt hätte ich es noch beinahe vergessen. Solange du hier bist, muss ich noch etwas erledigen. Luigi, dreh dich doch mal kurz um. Ich muss was in deinem Flur anpassen. Aber bitte nicht kaputt machen. Okay. Schon erledigt. Der Schrägweg-Flur hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass sich Buhus im Hotel verstecken. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Gut, das war's jetzt erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setzt die Suche in dem Hotel ruhig fort. Und Guys, an der Stelle setze ich auch einen Cut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Morgen am Samstag geht es nämlich schon wieder spannend weiter. Nee, heute ist Samstag. Guys, heute ist Samstag. Und morgen am Sonntag geht es auch weiter mit Luigi's Mansion 3. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.